haben wir gerade eine der größten Finanz- und Wirtschaftskrisen der Geschichte hinter uns. Wie haben wir Arbeitsplätze gebracht? Wie viele Zigtausend von Produktionsarbeitsplätzen hat die Region Stuttgart in den letzten Jahren verloren? Und da schiebt man mit wenigen Sätzen die Tatsache, die unbestreitbare Tatsache hinweg, dass dieses Projekt mehrere tausend Arbeitsplätze in der Bauphasenschaft und auch nachhaltig mehrere tausend Arbeitsplätze sicherstellen wird. Das ist ein unschätzbarer Wert. Und da kommen wir dann mit solchen Argumenten, sind wir dort dann überwiegend ausländische Arbeiter. Ein Schmarren, entschuldigen Sie, wenn ich so Deutsch rede, das ist ein Schmarren. Wir sind in einer globalisierten Welt, wo um jeden Arbeitsplatz gekämpft wird. Und da sind wir hier in unserer Region mit dem hohen Verlust an Produktionsarbeitsplätzen in der Lage, so etwas auf so etwas zu riskieren. Und entschuldigen Sie dann dieses dumme Zeug, das ich gelegentlich höre, da schmeißen Sie Milliarden raus vor einem Bahnhof. Stimmt ja schon einmal überhaupt nicht. Ich frage Sie, wie viel der Kritiker wissen wirklich, wo das Geld hinfließt. Das heißt, immer die stecken 4 Milliarden in den Bahnhof hinein. Ist ein Unfug. Es ist beschrieben worden. Da ist ein Tunnelnetz dahinter. Da wird ein großer Fernbahnhof gebaut. Neue Haltestellen, Mitnacht und so weiter in Stuttgart. Das ist ein völlig neues Verkehrsnetz. Weil die meisten können gar nicht unterscheiden zwischen Stuttgart 21 und Fernbahnstrecke, aber man ist auf jeden Fall einmal dagegen. Und dann noch was. Dann heißt es ja, da fehlt das Geld für die Schule und für die Kindergärten und für die Kultur und für die Sozialfürsorge. Darüber hat keiner nachgedacht. Alle diese Milliarden, um die wir gekämpft haben, die verschwinden irgendwo hin. In Europa, in Deutschland, das sind zweckgebundene Gelder, die nur verschiedene Projekte verwendet werden dürfen. Und ich drehe es einmal rum. Die Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts Region Stuttgart, hinein bis in alle Mittelzentren. Genau das schafft uns diesen wirtschaftlichen Wohlstand, der uns das Geld beschaffen wird, am ehesten noch, das wir brauchen für Kultur und soziale Sicherheit. So ist es. Wo sind denn unsere Ökologen, wenn es darum geht, Landverbrauch anzupacken? Hier geht es um 100 Hektar vollkommen ökologisch zerstörte Flächen. Das war alles notwendig und sinnvoll. Jetzt holen wir 100 Hektar Fläche zurück für Wohnungsbau, für Arbeitsplätze, für zusätzliche Parkanlagen, 20 Hektar mehr als bisher. Jetzt rechnen Sie es mal auf die Region um. Mit der Baudichte dort, wenn Sie die übertragen würden auf den sogenannten Speckgürtel rund um Stuttgart, müssten 250 Hektar Fläche verbaut werden. Da redet keiner drüber. Das ist die Wahrheit, dass man jetzt endlich einmal sagt, wir legen zusammen Schiene, Wohnen, Arbeiten. Kurze Wege, wenige Pendlerbewegungen, Landschaftsverbrauch in der Peripherie, die wir brauchen, die Landschaft für unsere Naherholung, die schonen wir hier. Das wird plötzlich von den Ökologen nicht gesehen, sondern auch noch bekämpft. Da stehe ich fassungslos davor. Wenn man eigene Ziele, die man permanent hochhält, in dieser Form angeht. Oder das Feinstaubthema. Also da werden Straßen bewässert in Stuttgart mit irgendwelchen Mitteln, damit der Feinstaub runtergeht. Das sind doch Trostpflästerchen und keine wirksamen Maßnahmen. Hier haben wir es. Und jetzt nur noch das, was ich befürchte, wenn es, wovon ich überzeugt bin, dass es nicht passiert. Stuttgart 21 steht. Es geht jetzt darum, dass man wirklich mal aufklärt, was da an Fantastereien durch die Gegend geistert. Sie haben es gut gesagt mit dem K21. Wer da mal zuhört, an jeder Stelle, wo K21 vorgestellt wird, sieht das Projekt anders aus. Ja. Immer sieht es anders aus. Da gibt es unglaublich viele Varianten. Immer wo einer sagt, ja, und da kriege ich eine Brücke bei Esslingen oder die sollen die Gleise durchs Filztal. Ja, dann ist die Brücke anders. Und keiner sagt, dass wir da überhaupt ähnlich große Größenordnungen reden, 3,5, 4 Milliarden, man weiß die Zahl gar nicht so ganz genau. Nur der verkehrswirtschaftliche Nutzen, der volkswirtschaftliche, legen den mal auf die Waagschale, mein lieber Mann, da geht es aber runter und drauf. Das ist nicht ehrlich, wenn ich nicht sage, wie es wirklich geht. Nun, und wir wissen doch auch, wie lange hat Stuttgart 21 gedauert? Versuchen Sie mal eine Variante ins Gespräch zu bringen. Wie lange die Diskussionen darüber, welche Bürgerinitiativen dann aufstehen. Wir werden heftigste Proteste kriegen in der ganzen Achse. Da geht gar nichts.
Ich sage Ihnen, wir werden einen kompletten Stillstand kriegen im großen, großräumigen Schienennetz. Aussichts. Und dann hocken wir hier und jammern, dass uns eine solche Straße rausgegangen ist. Das darf einfach nicht sein. Und jetzt landen Sie wieder zum Schluss wieder sagen zum Verhältnis von Politik und Wirtschaft und zum Thema Verrechnung. Wir gehen nicht einfachen Zeiten entgegen. Und wir sind mehr denn je darauf angewiesen, dass unsere Wirtschaft steht, dass sie sich im internationalen Wettbewerb behauptet. Und nichts ist empfindlicher als Wirtschaft. Und wenn Sie keine langfristig verlässliche Politik sich gegenüber sehen, wenn Sie sich nicht darauf verlassen kann, dass das, was geschieht, auch berechenbar ist, dann ist Wirtschaft ein flüchtiger Geist. Wir leben in Zeiten, wo Unternehmen, Arbeitsplätze, tausende von Arbeitsplätzen verschoben werden, geschaffen wurden. Und dann dürfen wir nicht riskieren, dass Wirtschaft vor dem zurückschreckt, was sie hier bei uns im Lande tut. Das wäre äußerst fatal. Wir brauchen eine Verlässlichkeit und die Wirtschaft verlangt das von uns. Und ich finde, es ist ganz bedenklich, in hohem Maße bedenklich, wenn ein solches Projekt und die damit verbundenen Sorgen, viele haben auch Ängste, als Vehikel dafür benutzt werden, ganz andere politische Ziele zu verfolgen. Ich respektiere es sehr wohl, wenn jemand sagt, ich prüfe das, ich befasse mich damit und sage, nein zu Stuttgart 21, völlig in Ordnung, auch eine demokratische Form, sich zu äußern. Und ich sage auch nichts gegen die Demonstranten, die ehrlichen Herzen sind Stuttgart auf die Straße gehen. Das ist verbrieftes Demonstrationsrecht. Aber es muss sich, und wir haben ein sehr weit gespanntes Verfassungssystem, innerhalb dieser Grenzen muss es sich schon bewegen. Und deshalb bedauere ich zutiefst die eingetretene Eskalation. Ich hoffe, dass man jetzt wegen... Wer hat eskaliert? Wer hat eskaliert? Wer hat Augen ausgeschossen mit Wasserwerfern? Wer hat es gemacht? Vermummte! Wer die Gefahr sucht, Ich kann auch zuhören. Wer hat Schüler geschlagen? Wer hat Knochen zerbrochen? Wer hat aus 20 Zentimetern in die Augen von alten Frauen gespritzt? Wer hat es gemacht? Ich war dabei. Wer hat provoziert? Sehen, was Sie beschrieben, ich habe gesagt, ich bedauere die Eskalation. Ich habe keinem die Schuld zugewiesen. Großer Unterschied, nicht? Hören Sie bitte ganz genau zu. Und ich hoffe, dass ich einen Weg finde, der genau dieses Dramatische vermeidet, das mich entsetzt hat. Ich sage da jetzt nicht auf welcher Seite. Nun, jetzt das Thema Volkswirtschaft. Ja, auch das. Jetzt hat eine Partei, die ich respektiere, die über Jahre eine klare Linie verfolgt. Und jetzt nickt sie ein. Sind wir doch mal ehrlich, eine Volksabstimmung ist ein Ablegungsmanöver. Wenn man Angst hat, in dieser politischen Diskussion seinen Mann zu stehen. Genau. Das ist halt so. Schauen Sie mal, was hier heute vorgetragen wurde. Ich komme es nicht zu. Wer traut sich wirklich zu, alle Einzelheiten dieses komplexen Projektes kennenzulernen? Die Befindlichkeiten der Menschen im Zentrum, 50 Kilometer weg von Stuttgart, in Freiburg, in Karlsruhe, alle sollen darüber entscheiden, ob dieses Projekt richtig ist oder falsch. Das ist eine Überforderung der Menschen. Dazu haben wir eine repräsentative Demokratie. Und da gab es eine, oder gibt es eine Regionalfraktion der SPD in Stuttgart. Die ist hingestanden in dieser Diskussion und hat gesagt, wir wollen Stuttgart 21, wir wollen kein Moratorium, wir stehen zu unserer Linie. Respekt davor. Das finde ich toll. Und es ist wirklich so, Stuttgart 21 und die Schnellbahntrasse, das ist kein Meinungsdiktat.
Es ist das Ergebnis eines 20-jährigen Planungs- und Entscheidungsprozesses. Es haben viele hundert demokratisch gewählte Parlamentarier und Kommunalpolitiker daran mitgewirkt, sich Mühe gegeben. Sie bauen auf der Fachkompetenz international anerkannter Planer und Ingenieure. Es sind keine Hoppla-Hopp-Beschlüsse gefasst worden, sondern man hat nach freier, also ich nehme das auch nicht in Anspruch, ich habe nach freier Überzeugung entschieden, und dies gilt für viele, in allen Parteien, die diese sind. Gut, man hat zu wenig geredet in der Vergangenheit, das weiß ich. Das muss man jetzt tun. Und eines ist jetzt notwendig, und zwar auf beiden Seiten. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Nicht die verdeckten, die ehrlichen Wahrheiten. Was will ich wirklich in dieser Diskussion? Das gilt aber auch für den Befürworter oder für den Projektträger. Nicht salamimäßig dürfen irgendwelche Probleme mit den Kosten an den Tag kommen. Auch das ist eine Ursache für den Ärger. Weil immer wieder hat man so ein bisschen mal was rausgelassen, da und hier und jenes, und dann kann man nicht mal richtige Weichen bauen. Das alles ärgert die Menschen. Deswegen muss jetzt von beiden Seiten wirklich wahrhaftig auf den Tisch, was will man, was weiß man. Denn auch dieses Thema ist eine Weichenstellung für die Zukunft. Denn wenn wir in solchen Maßnahmen nicht aus den Fehlern, die da gemacht wurden, lernen, dann kriegen wir nie eine Beteiligungskultur, die in der Zukunft sicherstellt, dass es auch entsprechend noch durchgeht. Das geht hinunter bis auf die kommunale Ebene. Auch dort wird sich das auswirken. Denn wenn wir nicht versuchen, in neuer Form einen Dialog zu suchen, gelingt das nicht mehr. Es setzt aber Ernsthaftigkeit voraus auf beiden Seiten. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger, egal auf welcher Ebene, frühzeitiger und transparenter in die Entscheidungen einbinden. Aber wir brauchen auch die Bereitschaft der Menschen, sich intensiv mit allen Argumenten auseinanderzusetzen, sie zu lösen von den Gewissen und nur das Gemeinwohl zu wahrnehmen.